Am Donnerstag, dem 4.6.2015, ist Fronleichnam. Dieser katholische Feiertag wird auch in großen Teilen Deutschlands begangen, aber hier an der Börse wird trotzdem durchgehandelt. Insofern haben wir zwar hier gemeinsam mit den Händlern alle Hände voll zu tun und auch wir Marktberichterstatter werden über das dann berichten und erzählen, was tatsächlich hier an den Finanzmärkten geschieht. Aber von Konjunkturdatenseite können wir nicht allzu viel erwarten. Deswegen ist das jetzt hier ein ganz kurzer Überblick, denn wir bekommen um 13 Uhr den Zinsentscheid der Bank of England aus Großbritannien. Und wir bekommen dann am Nachmittag um 14.30 Uhr trotz alledem die obligatorischen wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe. Ansonsten warten wir natürlich mit großer Spannung auf Entscheidungen rund um die griechische Staatsschuldenkrise. Wird es dort nun eine Einigung geben können zwischen der Regierung in Athen und den internationalen Geldgebern? Vielleicht ja sogar schon am Mittwochabend, vielleicht am Donnerstag oder möglicherweise erst. Und dann ist es wirklich höchste Eisenbahn am Freitag. Das ist die große Spannung, die noch immer hier in der Luft liegt.